Es ist beliebt zu weinen, wenn man den Dhikr macht. Darauf deutet die Überlieferung bei Al-Bukhari und Imam Muslim von Abu Huraira radiallahu anhu, dass er sagte, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Es gibt 7 Personengruppen يوم القيامة, sagt der Gesandte صلى الله عليه وسلم, die unter dem Schatten des Thrones von Allah عز وجل sein werden. Eine Person, ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. Eine Person, der Allahs im Stillen gedenkt, während er alleine ist und dabei weint. Eine Person ist alleine, keiner ist mit ihm im Raum, weil wenn Leute im Raum sind, dann kennt ihr, da weinen die Leute besonders viel. Aber er ist alleine. Keiner sieht ihn. Keiner weiß über seinen Zustand Bescheid. Und dieser zum Beispiel liest Koran, hört Koran, macht Dua, macht den Dhikr, während er alleine ist. Und dann kommen ihm dabei Tränen. So soll er wissen, er gehört zu der Personengruppe Yawmul Qiyamah, wo die Menschen 50.000 Jahre unter der Sonne stehen werden. 50.000 Jahre, so wird er nicht mit denselben Leuten unter der Sonne stehen. Möge Allah uns diese großartige Gnade geben.